Espresso mit Marco Buschmann, der kleinen, konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Diese Woche zieht die GroKo ihre Halbzeitbilanz, muss also vergleichen das, was sie sich vorgenommen hat, mit dem, was sie geschafft hat. Diese Bilanz ist leider ziemlich mager. Schauen wir uns die drei Dinge an, die uns die GroKo versprochen hat. Erstens ein Aufbruch für Europa. Ein super Ziel, weil in einer Welt, in der Russland und China immer mehr Einfluss gewinnen, wo die USA, sagen wir mal, manchmal seltsame Wege gehen, da müssen wir Deutschen unsere Interessen mit unseren europäischen Freunden koordinieren, um unsere Interessen wahrzunehmen und um Einfluss auszuüben. Aber was hat die GroKo gemacht? Auf Emmanuel Macron antwortet sie nicht. Die Bundeskanzlerin verwirrt alle europäischen Partner mit ihrer Personalpolitik. Wir erinnern uns, wie Frau von der Leyen ins Amt gekommen ist. Und selbst der Chef des Auswärtigen Ausschusses zur Erinnerung, ein Mitglied der CDU, sagt, dass die Außenpolitik dieser Regierung ein Totalausfall ist und der Minister eigentlich eine Leerstelle. Deshalb bringen wir das Thema diese Woche ins Parlament mit einem Missbilligungsantrag gegen Heiko Maas. Zweitens, mehr Dynamik für Deutschland. Das ist richtig, weil wirtschaftliche Dynamik bedeutet Steuereinnahmen, Sozialversicherungseinnahmen, bedeutet gesellschaftlichen Wohlstand, mit dem wir Infrastruktur, Bildung und all die wichtigen Investitionen finanzieren können für die Zukunft. Aber die Wirtschaftsweisen sagen, dass die Dynamik immer mehr abnimmt, sie geht gegen Null. Und das sind möglicherweise nicht nur Anzeichen einer Konjunkturkrise, sondern vielleicht, weil sich die Wirtschaftsstruktur auch verändert, es immer mehr in Richtung Digitales und Dienstleistungen geht. Und in einer solchen Zeit braucht man eins, nämlich Bildungsangebote für Menschen, nicht nur am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn, sondern auch mittendrin, wenn sich nämlich beruflich dadurch etwas verändert. Deshalb bringen wir diese Woche unser Midlife-BAföG-Modell ein, unser Freiraumkonto, mit dem wir einen zweiten Bildungsweg etablieren können, dass Menschen ihr ganzes Leben lang sich fortbilden können. Und drittens, Zusammenhalt in der Gesellschaft. Freunde, echt, bei der Grundrente werden Jung und Alt gegeneinander ausgespielt. Da müssen Leute mit kleinen Einkommen in den Steuertopf einzahlen, damit andere, die gar nicht bedürftig sind, was rausbekommen. Das ist ungerecht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist die Gesellschaft heute gespalten. So gespalten wie vielleicht zuletzt Ende der 60er Jahre. Das heißt, bei der GroKo muss man leider sagen, außer Spesen nichts gewesen. Und dass es bessere Ideen gibt, das zeigen wir mit unseren Initiativen diese Woche. Das sind die Freien Demokraten im Deutschen Bundestag.